Ja, die Sonne wird nicht mehr. Die Sonne wird nicht mehr, das stimmt. Die nächsten Sekunden. Boah, ist das so, hell. Nicht reingucken, bitte. Weil das ist wirklich hell. Ja. Ey, ich kann ja nicht mal auf das Stück Stroh da richtig gucken. Ja, das Stück Stroh sollte auch besonders hell sein eigentlich, weil dann... haben wir das mit schwarzem Stroh probiert? Nein, wir haben kein schwarzes Stroh. Wir müssen Stroh. Noch ein bisschen warten, dann ist es schwarz. Schwarzes haben wir aber und dann wird auch die Menge der Energie, die da reingeht, noch es qualmt super. Schon. Es qualmt schon? Es wird noch dampft. Ja, ja, es qualmt schon, ja. Von hier aus kann ich genau den Qualm sehen, ja. Also ich habe damit die schlechte Erfahrung gemacht, dass wenn man da reinguckt, man einen gelben Fleck im Gesichtsfeld hat. Ja, der geht aber auch irgendwann mal wieder weg. Ja, das dauert aber ein bisschen. Also, als Kind immer so, das brennt schon? Brennt. Nee, gleich. Bisschen noch. Kann man eigentlich gleich so eine Wurst reinpacken, ne? Ja. Also, wir haben auf diese Art und Weise auch schon mal einen Grill angezündet. Ich glaube, wenn du da 10 Minuten reinguckst, ist es ja. Feuer! So. Ich glaube, ich bin jetzt eigentlich schon fertig, ne? Das reicht ja schon. Wo ist der Grill? So, wer will mal anfassen, es ist wirklich, es brennt wirklich. Nein! Doch. Ich dachte, ihr hättet Hologramme erfunden. Ich weiß nicht, was cooler ist. Ich glaube, das da. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt, wo du das sagst, ja doch. So, wir können das jetzt auch noch länger festhalten. Wir können auch mal gucken, ob es hell genug ist, dass das wir... Oho! Das qualmt nämlich auch schon das Stück Kohle. Da kann man zumindest drauf gucken. Ja, das stimmt. Aber auch nicht so lange, glaube ich. Schwarz ist ganz schön. Die schwarze Kohle da, sieht man ja fast gar nicht. Das Problem ist, die Kohle wird weiß mit der Zeit. Ich glaube, das wird nicht unbedingt. Ja, die ist halt auch schwarz. Das zeigt, also mit der Kohle gar nicht, das weiß gar nicht. Ich weiß ja nicht. Das Stroh hat es ja auch nicht geholfen. Das war schon vorweisend dran. Aber die Kohle ist schon weiß geworden, oder? Oder habe ich einen Fleck in der Optik? Sie ist jedenfalls heller geworden. Die ist tatsächlich schon weiß. Also offensichtlich funktioniert unsere Sache hier. Mit Licht. Lichte Momente. Ja, zündende Ideen. Selbstreflexion. Ich nicht, nee. Nicht? Ich nicht. Nee, aber wenn man in den Spiegel guckt, dann sieht man das Feuer, das von dem Spiegel angezündet wird. Wenn du jetzt in den Spiegel guckst, ne, kannst du riechen, wie dumm du bist. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, dass das jetzt auch noch irgendwie was macht, das Stück Kohle. Aber es ist ja hell genug, wir können ja noch ein bisschen warten, oder? Können wir tun, solange ein bisschen ein Auto durchmäht. Wir müssen uns jetzt einfach nur alle möglichst. Das ist nur leider nicht so gut. Ja. Nö, kann ja gar nicht. Der blinkt nach links, der will wohl nach links. Ja, wir können ja mal probieren, ob wir den Reifen da anzünden können. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, das Auto kann hier in keine Lage fahren, aber wir übernehmen nicht die Verantwortung, uns zu drehen. Ich hoffe nicht, dass wir das so schnell hinkriegen. Nee, aber. Ich weiß nicht, wie gut das Licht ist und wenn es nicht richtig ist, über das Feuer fährt. Es scheint ihn aber nicht groß zu stören, dass er hier nicht durchkommt. Also. Bisher nicht, ne? Das Center fliegt ein bisschen höher. Dann fokussiert es aber nicht mehr. Es fokussiert halt nämlich genau da. Oder auch das nicht wirklich, aber. Ja, dazu gleich mehr. Ich hoffe, das reicht jetzt auch, oder? Also das Stück Kohle können wir jetzt auch noch komplett weiß werden lassen, so wie das Stück Stroh oder Holz jetzt auch komplett schwarz geworden ist. Ihr habt einen Color-Inverter gebaut, ist das nicht geil? Das ist schon ganz schön gut, ja. Ja, das ist nicht geil. Ich würde das nicht anfassen. Aber man sieht... Oh! Well. Shit. Ja, die Kohle blüht. Die kann man ja mit reinnehmen und die auf drin legen. Wunderschön. Man kann den Grill sogar direkt ohne Anzünder an.